Party hier auf der Bühne. Cool. Lena hat auch die ganze Zeit so, yeah, so richtig mitgemacht. Wie fandst du es? Ja, cool. Total cool. Erstmal Henning, Hammerlied. Hammer von euch, auch super cool, das so mitzumachen. Bestimmt kanntet ihr das Lied nicht, oder? Überhaupt nicht. Genau, das habe ich schon gedacht. Und es ist so schwierig, ein Lied zu singen, was man vorher nicht kannte. Und ihr habt es so toll gemacht, ehrlich. Dankeschön. Ihr habt total abgeliefert. Ich bin ein Riesenfan von euch allen und wüsste gar nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Danke sehr. Und wie hat's dir gefallen, Tim? Ich habe die ganze Zeit auf den Refrain gewartet, weil ich dachte, mal gucken, was dann passiert, wenn ihr gleichzeitig singt. Es war total fett, gerade diese A Cappella-Stellen, das können nicht viele. Ja, und wenn ich überhaupt eine Tendenz hätte, dann wäre die, glaube ich, bei Fabienne. Danke. Henning, das ist immer ganz schön, dich zu beobachten. Du guckst jetzt auch gerade so ganz stolz, wenn die anderen über deine Talente reden. Ja, absolut. Ich glaube, ihr seid das Battle-Team, das mit Abstand die schwierigste Aufgabe hatte. Das, was teilweise halt eben von anderen Leuten halt eben als Schreien bezeichnet wurde. Das war der beste Part in diesem Song, an dem ihr am längsten gearbeitet habt. Aber da wart ihr alle vier unisono. Da ist der Song halt eben wirklich richtig, richtig abgegangen. Im Refrain habt ihr abgeliefert, sensationell. Danke. Ich möchte noch zu jedem Einzelnen von euch was sagen. Also Tim, in meinen Augen bist du der perfekte Bandleader. Immer ein Ohr für alle Beteiligten. Ich denke, dass wir von dir noch viel hören werden. Vielen, vielen Dank erstmal. Juliana, Giuliana. Ich weiß, wie schwierig das für euch war, in den Song reinzukommen. Das habt ihr aber sehr, sehr gut gemacht. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass ihr das geschafft habt. So, Fabienne, dir ist eigentlich egal, wo du stehst und was du machst. Hauptsache, du kannst singen. Das ist ein Moment, der mich halt eben immer extrem beglückt. Diese Energie, die hast du heute auf jeden Fall mit auf die Bühne gebracht. Es gab eben diesen einen Moment, wo meine Entscheidung gefallen ist. Und deshalb würde ich gerne in die Sing-Offs mitnehmen. Fabienne. Fabienne ist die Siegerin des Battles! Das ist nochmal euer Applaus. Komm alle her. Du bist einen Schritt weiter auf dem Weg ins Finale. Fabienne! Fabienne ist halt noch brutal jung, aber das, was sie abgeliefert hat, war einfach so außergewöhnlich für ihr Alter, dass ich sie mitnehmen musste. Das war richtig cool, aber es war auch schade, dass Zwillinge rausgeflogen sind, aber es ist ein Auge weint und ein Auge ist aber auch wieder fröhlich.